Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. In der heutigen Ausgabe schauen wir uns den Mercedes AMG E63S 4MATIC Plus an. Was für ein langer Name, und ich merke gerade, ich habe ihn sogar falsch ausgesprochen. Laut Mercedes heißt es ja tatsächlich 4MATIC. Klingt komisch. Ist aber so. Ja, wer noch nicht Glück hatte, das Fahrzeug im Wheelspin zu gewinnen, aktuell kann man es in der Festival-Spielliste beim Abschluss im Sommer von, ja, 50% wollte ich schon sagen. Früher waren das immer 50%, nee, in dem Fall von 25 Punkten gewinnen. Und ich werde auch immer wieder des Öfteren gefragt, ja, wie kriege ich denn diese Punkte? Im Prinzip ist es ganz einfach. Ihr müsst einfach die Aufgaben, die hier rechts stehen, erledigen. Ihr seht, ich habe auch noch nicht alle erledigt. Das werde ich ja in den kommenden Tagen noch tun. Da wird es nochmal einen Livestream geben, vielleicht sogar heute. Mal gucken, also haltet mal die Augen und Ohren offen, ob es nochmal einen Livestream gibt, wenn ich dann die restlichen Aufgaben mache. Da kannst du auch nochmal zugucken, wie man eben an diese Punkte kommt. Ansonsten immer Donnerstag nachmittags, wenn die Jahreszeit wechselt, mache ich auch immer einen Livestream, um eben diese Aufgaben zu erledigen. Also der kommende Herbst quasi im Spiel, also die Sturmsaison, werde ich dann eben im, ja, kommenden Donnerstag dann auch wieder streamen, zumindest mal die ersten Aufgaben. Da mache ich auch eben den Forzaton und so weiter, der auch nochmal Punkte gibt, sowohl Forzaton-Punkte als auch eben Punkte hier in dieser Spielliste. Auf jeden Fall machen, weil da gibt es immer wieder auch exklusive Fahrzeuge. Ich meine, da steht jetzt auch exklusiv, wobei, wie gesagt, der E63 konnte man auch schon per Wheelspin gewinnen, weil sonst hätte ich ihn wohl noch nicht gehabt. Ja, wenn wir ganz kurz mal auf meine Autos gehen, also das ist jetzt der hier. Und wenn ich jetzt normalerweise bei Mercedes AMG draufgehe, müsste dann nochmal auftauchen. Genau, da steht sogar auch noch der Neu-Tag daneben. Also man kann ihn tatsächlich auch per Wheelspin gewinnen. Aber wie gesagt, nicht jeder hatte das Glück. Und deswegen jetzt habt ihr die Chance, ihn abzuholen. Und es lohnt sich definitiv, denn ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass man da tatsächlich ein Brabus-Kit dranbringen kann. Und das werden wir heute auch machen. Ja, das wird das Thema der heutigen Folge sein. Aber bevor wir uns natürlich ums Tuning kümmern, müssen wir das Fahrzeug noch am Limit bewegen. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt ganz, 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 ganz schnell auf unsere PXR-Teststrecke und schauen mal, was der E63S da so leisten kann. Und mit dem Start der Runde schauen wir natürlich aufs Datenblatt des Fahrzeugs. Und da sehen wir, im Herzen arbeitet ein 4 Liter V8 Biturbo-Motor, der 612 PS und 850 Newtonmeter Drehmoment leistet. Für die Mercedes- bzw. AMG-Fans unter euch, das ist der Motor mit der Kennung M177, der auch baugleich im S63 verbaut ist, mit sogar ein bisschen mehr Leistung, nämlich 639 PS, auch im GT63S. Beim Getriebe haben wir was ganz Besonderes, ein 9-Gang-Speedshift-Multikupplungsgetriebe. Kein Doppelkupplung, sondern ein Multikupplungsgetriebe, was ganz, ganz geil ist. Beim Gewicht schlägt der E63S mit knapp über 2 Tonnen zu, schafft trotzdem den Sprint von 0 auf 100 in 3,4 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit wird dann bei 250 km/h abgeregelt erreicht, mit dem Drivers Package dann sogar erst bei 300 km/h. Hier im Spiel gibt es ja sowas wie eine Abregelung nicht, da können wir ja auch ein bisschen die Telemetriedaten bemühen, da würde er sogar bis 335 km/h sprinten, also schon eine ordentliche Kiste. Ja, aber hat er sich auch ordentlich auf der Teststrecke fahren lassen, denn da möchte ich natürlich auch ganz kurz drauf eingehen. Also nachdem wir halt die letzten Tage sehr oft ziemlich krasse Sportwagen gefahren sind, wie zum Beispiel den Sesto Elemento in der Forza Edition, war das für mich erstmal richtig schwierig, mich wieder so ein bisschen auf so eine schwere Limo einzustellen. Wir sind ja schon mal so eine Limo hier gefahren, da können wir gleich nochmal drauf sprechen. Als ich mich dann aber so ein bisschen wieder dran gewöhnt habe, habe ich dann auch so ein bisschen die Stärken und die Schwächen rausgefunden. Tatsächlich, das Fahrzeug muss man so in einen leichten Drift, sag ich mal, so ein bisschen querstellen in die Kurve rein. Wenn man das schafft, dann bleibt er da drin auch stabil und dann kann man da richtig schnell durchzirkeln. Das hat mir sehr gut gefallen. Seine größte Schwäche ist, denke ich mal, die Bremse. Er hat einen sehr, sehr, sehr langen Bremsweg. Die Masse merkt man dann schon. Aber ja, die Power ist halt der Hammer. Also das holt er alles wieder raus. Du kannst auch aus niedrigeren Drehzahlen hier richtig schön durchbeschleunigen. Also die Power ist definitiv da, auch super viel Drehmoment mit 850 Newtonmeter. Das sind definitiv seine Stärken, das E63, und da holt er dann am Ende des Tages auch die Zeit raus. Und was für eine Zeit es ist, da schauen wir in wenigen Sekunden drauf. Und zwar eine 2 Minuten 9163 und damit schlägt er den M5 F90 um eine halbe Sekunde. Das hat mich übelst überrascht, weil in meinen Augen ist der M5 doch etwas sportlicher unterwegs. Und ich meine, der Leistungsindex ist auch ein bisschen höher. Aber das ist eine Ansage.
das ist wirklich eine Ansage. Ich habe tatsächlich auch die erste gezeitete, gültige Runde, die ich gedreht habe, wo ich mich da so ein bisschen schon dran gewöhnt habe, war schon bis auf ein Zehntel dran, aber langsamer tatsächlich. Aber dann hat man relativ schnell gemerkt, okay, die weiteren Runden, ich werde immer schneller, immer schneller. Dann war ich auch schon schneller als der M5 und am Ende dann eben ist diese Runde rausgekommen mit einer 29163. Ich muss es nochmal sagen. Funny finde ich vor allem, dass halt 63 damit drin ist hinten, also 163, ja. Also schon mal ein Vorzeichen. Nee, also echt Hammerzeit, mich super überrascht. Allerdings würde ich trotzdem behaupten, so aus dem Stand raus, vom Gefühl her, ist, glaube ich, der M5 einfacher zu fahren. Also mit dem M5 wird man spontan wahrscheinlich eher schneller sein, aber ja, die Teststrecke soll ja auch irgendwo abzeigen, was ist denn möglich in kurzer Zeit zu erreichen, und wenn man sich da voll dran gewöhnt, ja, ist der E63S auf jeden Fall schneller hier auf der Teststrecke. Aber gut, wollen wir nicht länger hier verweilen. Wir haben ja Großes heute vor. Wir gehen zurück zu unserem Häuschen, beziehungsweise wir gehen überhaupt zum Häuschen. Wir sind ja am Festival gestartet. Ich springe ja immer von Festival zum Haus und zu einem anderen Haus und dahin und dort. Ja, wir sind halt ein richtiger Mogul, ja. Wir können es uns halt leisten. Ja, wir können das Fahrzeug natürlich uns ganz kurz nochmal angucken. Also hier, wie gesagt, dieser M177-Motor mit dieser Ausführung mit 612 PS. Natürlich klassisch AMG. Was kann man noch vielleicht sagen, um einfach da ein bisschen auch Infos und Fakten zum E63 oder überhaupt zur E-Klasse reinzubringen? Also es gibt von AMG zur E-Klasse auch noch ein E43 mit dem V6 Speed-Turbo, es gibt noch ein E53 mit dem reinen 6-Zylinder-Turbo plus Elektro und natürlich gibt es auch noch den E63 Non-S. Also wir haben ja hier, man sieht es auch hinten, die S-Version. Und tatsächlich hat aber auch der E63, also ich nenne ihn mal Non-S, also nur E63, auch diesen M177-Motor, allerdings mit weniger Leistung, nämlich mit 571 PS und trotzdem immer noch 750 Newtonmeter Drehmoment. Also das ist schon eine absolute, ja, Wucht, kann man sagen, was dieser W213, das ist ja quasi die Bezeichnung der Baureihe, hier so leisten kann. Gut, wir gehen aber zum Tuning. Ich habe es ja schon gesagt, Brabus ist möglich. Das Fahrzeug gab es ja auch schon oder später reingekommen in Horizon 4. Und deswegen kennen wir das Ganze schon. Und das möchte ich natürlich auch sehr gerne verbauen. Und ich habe mich natürlich ein bisschen ausgetobt bei Brabus auf der Homepage und habe einmal so ein bisschen geguckt. Also man kann tatsächlich bei der E-Klasse die Sachen so wirklich einzeln bestellen, so wie sie jetzt auch hier einzeln anbringbar sind, ja. Und das finde ich eine coole Sache. Ich weiß noch nicht, ob ich den Hecksplitter, den Brabus hat, hier dranbringe. Ich finde tatsächlich den Seriensplitter auch ganz geil. Zumal der Seriensplitter sogar auch leichter ist. Also wir könnten, ach komm, wir machen einfach das volle Paket, was soll der Geiz? Ja, also spontan, wenn ich selber, würde ich wahrscheinlich eher bei der Serie bleiben, aber ich mache es jetzt einfach mal. So, und hinten natürlich auch noch hier Abgasanlage, Diffuser und sogar mit so einem Regenlicht. Und hinten, guck mal, ändert sich das auch. Brabus. Und dann 800. Und 800 ist eigentlich ganz geil, weil beim E63 gibt es auch zwei Motorversionen. Man kann einmal den 800er und einmal den 700er Motor nehmen. Die nennen den Power Xtra B40S 700 oder eben 800. Und da habe ich auch noch mal ein bisschen geguckt, was denn dieser Motor so ein bisschen beinhaltet. Und tatsächlich eine gute Leistungssteigerung. Und zwar von eben 612 PS, wie ich gesagt habe, geht es dann eben auf, ja, namensgebend 800 PS. Drehmoment steigt aber auch, nämlich auf 1000 Newtonmeter. Der Sprint von 0 auf 100 wird dann auch schneller, nämlich dann in 3,0 Sekunden, also 0,4 Sekunden schneller. Höchstgeschwindigkeit bleibt dann aber gleich, entweder bei 250 oder 300 km/h. Wie wird das Ganze erreicht? Das ist vielleicht auch ganz interessant. Vielleicht können wir ja die Bauschritte so ein bisschen nachgehen. Und zwar mit Brabus Spezialturbolader mit größerem Verdichter, dann zwei geänderte Rumpfgruppen mit verstärkter Axiallagerung und natürlich nicht zu vergessen das Brabus Power Xtra Steuergerät, was halt direkt in die Motorsoftware mit eingespeist wird. Also, das sind sozusagen die Änderungen. Und ja, ich würde sagen, wir bleiben natürlich auch beim Serienmotor. Wir gucken, upsala, aber trotzdem ganz kurz mal, was man ändern könnte. Wir könnten auf einen 5,2 Liter V10 gehen. Das dürfte der Motor aus dem, ja, Gallardo-Huracan-Audi sein. Wobei mit 610 PS wird es auf jeden Fall nicht der Gallardo sein, sondern dann ist es dann wirklich aus dem ja, Huracan bzw. R8, aus dem etwas neueren. Aber ja, das wollen wir natürlich nicht anbringen. 6,5 Liter V12. Und ein 6,9 Liter V12. Okay, aus welchem Motor ist der 6,9 Liter? Ich weiß es gerade gar nicht. 631 PS, 731 Newtonmeter Drehmoment. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Vielleicht finde ich es auch raus schon nach der Folge, weil ich dann eh auf Recherche gehe. Aber schreibt es trotzdem mal. Ein bisschen eine Hausaufgabe für euch, darf ja auch sein. Bei 6,9 Liter V12 weiß ich jetzt gerade spontan nicht mit diesen Leistungseckdaten.
Aber wir bleiben natürlich beim Serienmotor. Und wie gesagt, wir bauen um. Ja, wir könnten natürlich hier auch den Hubraum vergrößern. Ich meine, gerade 4,5 Liter ist ja sowas, was Brabus auch gerne macht. Ich glaube, bei ihren Rocket 900 und so weiter kommt ja der drin vor. Das ist aber hier eben nicht passiert, ne? Also deswegen, wir halten uns mal an die Vorgabe. So, wir gucken mal, was wir machen können. Also wir machen auf jeden Fall die Twin Turbos dazu. Da sind wir beim Drehmoment schon auf einem guten Weg. Aber Leistung brauchen wir noch mal knapp 100. Deswegen gucken wir gerade mal, nicht die Kraftstoffanlage, sondern eben genau, wir machen es über das hier, auch wenn das jetzt nicht direkt ein Steuergerät ist. Ich meine, so Steuergerät an sich haben wir ja direkt nicht. Oder ist es hier so mit dabei? Ich würde schon was sagen, dass es hier so eher ist bei der Zündung. Es gab mal als früher so einen Beschreibungstext. Ah doch, ja, hier steht es ja. Kraftstoffeffizienter zu verbrennen, um so mehr Leistung zu erzielen. Der Einbau besserer Zündspulen, Zündkerzen und Zündverkleidung kann zu einem spürbaren Unterschied. Okay, also es ist nicht jetzt direkt, was haben wir hier? Kraftstoffanlage können größere Kraftstoffzufuhr, präzise Zündzeitpunkte, Möglichkeiten. Ja, das ist halt alles natürlich auch ein Teil davon, aber ne, ein Steuergerät ist ja in erster Linie genau da auch dafür, um diese ganzen Sachen, die ganzen Abläufe zu optimieren. Aber jetzt so, dass wir wirklich ein direktes Steuergerät verbauen, ist eigentlich nicht so direkt. Also es soll so mehr oder weniger damit einfach simuliert werden, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen, wir bauen uns mal ein, Kraftstoffanlage, auch die Zündung machen wir rein. Ja, Drehmoment haben wir auf jeden Fall schon mal überschritten, was tatsächlich der Brabus 800 Motor kann. So, jetzt bin ich auch gerade am Überlegen, wie klingt denn die Abgasanlage? Weil die haben wir ja eigentlich optisch geändert. Ja, klingt halt ein bisschen. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht. Man müsste es unter Last halt mal hören. Aber ich finde, glaube ich, die Serie fast besser. Deswegen würde ich es, glaube ich, mal weglassen. So, ja, also auf die 800 PS würde ich auf jeden Fall kommen. Gucken wir mal. Drehmoment ist mir dann egal. Wie gesagt, Hubraum lassen wir mal weg. Dann machen wir aber trotzdem die Kolben. Ja, und dann wird es schon schwierig ohne die Abgasanlage. Damit schaffen wir es aber. Knapp drüber, 803 PS ist aber okay. Dann haben wir 1115 Newtonmeter. Sind im Leistungsindex dann auf S1 813 gestiegen. Vielleicht da auch ein kleiner Funfact. In Horizon 4 hatte der AMG E63S hier entsprechend schon standardmäßig S1 805. Aber eben die Leistungsindexe wurden ja ein bisschen nach unten reguliert, damit wir einfach ein bisschen mehr Luft nach oben haben. So, wir gehen mal zu Reifen und Felgen. Da würde ich auf jeden Fall die Semislicks machen. Also das vielleicht auch noch ganz kurz. Er kommt serienmäßig mit den Sportreifen daher. Zum Glück. Ohne das wäre das, glaube ich, unfahrbar. Ja, Felgen. Wir haben ja Brabus-Felgen im Spiel. Ich glaube, unter den Sport eher nicht. Soviel ich weiß. Nee. Aber hier müssen irgendwo welche sein. Sind jetzt nicht unbedingt die hübschesten, wobei das natürlich auch immer Geschmackssache ist. Also eben die haben wir hier. Okay, also nur die. Aber wir haben, glaube ich, hier bei den Spezialfelgen müsste man noch mal welche haben. Wenn es mich nicht täuscht. Doch, ja, hier. Die hier, Brabus, und natürlich die. Und ich weiß jetzt schon, egal welche ich verbaue, wird wieder gesagt, das sieht voll blöd aus. Aber ganz ehrlich, wenn Brabus dann so. Und letztes Mal in Horizon 4 habe ich die auch schon verwendet. Und ich habe sie dann umgefärbt. Und dann fand ich es eigentlich ganz geil. Deswegen machen wir es auch mal. Und heute geht es auch nicht unbedingt um die absolute Rundstrecken-Performance. Deswegen würde ich dem auch tatsächlich 21 Zoll da geben. Sieht dann einfach nochmal ein bisschen besser aus. Spurbreite machen wir auch gleich. Deswegen verbauen wir auch direkt mal ein Fahrwerk. Andere Bremsanlage. Fahrwerk und so weiter gibt es übrigens auch bei Brabus. Also generell mal Werbung an Brabus. Was heißt Werbung? Einfach mal Respekt an Brabus, was die machen. In was für einer Qualität. Da hat auch JP, also JP Performance, sehr viele geile Videos dieses Jahr rausgebracht, die man unbedingt mal gesehen haben sollte. Ob man jetzt JP mag oder nicht, das muss jeder selber wissen. Aber die Videos kann man auf jeden Fall gerade zu Brabus definitiv anschauen. Sehr sehenswert, wie da gearbeitet wird und was für Autos die eben auch haben und so weiter. Da wurde eben der Rocket 900 sowohl von der G-Klasse als auch vom GT4-Türer eben gecheckt. Und ja, schon eine mega, mega Nummer. Ah ja, und da der Vollständigkeit halber, es gibt natürlich von diesem E63 mittlerweile auch schon einen Facelift. Das haben wir ja natürlich nicht. Also das Auto ist neu in Horizon 4 dazugekommen und war eigentlich schon wieder alt, weil es schon einen Facelift gab. Ja, Gewicht ist so eine Sache. Ich würde sagen, so knapp unter 2000 Kilogramm, also knapp unter 2 Tonnen wäre doch ganz geil. Deswegen verbaue ich das mal. Und jetzt muss ich gerade überlegen, was haben wir denn noch nicht verbaut? Ja, Kupplung könnte man überlegen. Getriebe würde ich lassen tatsächlich. Ich glaube, das ist lang genug, sportlich genug.
Diff würde ich trotzdem verbauen. Ich mache aber mal einen Sportdiff, kein Renndiff. Und dann, wie schon gesagt, also die Reifenbreite halt, oder? Wir gehen einfach aufs Maximum, ist auch egal, oder? Also, wir machen halt eine Brabus-Superspezialaufbau. Und jetzt hier, das ist, glaube ich, schon zu viel. Ich würde sagen, so. So ein bisschen im Radkasten soll es ja noch verschwinden, weil ich denke mal, der Sturz ist eh noch zu hoch. Und wenn der dann wieder ein bisschen reguliert wird, dann passt es schon. Deswegen mach's mal so. Und dann sieht es doch schon mal nach einer gesunden Nummer aus. Also rein optisch, Brabus sowieso eine absolute Nummer. Was haben wir jetzt eigentlich nicht verbaut? Wir haben jetzt doch die Sportdings gemacht. Genau, wir haben eigentlich nur die Ladeluftkühler, aber da bin ich eh nicht so der Fan von. Das wisst ihr ja. Und ja gut, Schwungscheibe machen wir noch. Und dann, guck mal, dann haben wir genau wieder die 63 hinten bei Kilogramm. Ja? Man muss ja das immer wieder aufgreifen, das Thema. So, jetzt lang genug Zeit verbracht hier drin. Wir wollen natürlich gleich ein bisschen angasen. Und vor allem wollen wir auf die Autobahn gehen. Ja? Für mich ist das ein absoluter Autobahnbomber. So, wir wollen aber noch ganz kurz ins Designs gehen. Wir können ja ganz kurz mal in die Standardlackierung auch reingucken, was wir da so haben. So. Das Rot hat auch was, ne? Finde ich auch voll geil. Gerade echt am Überlegen, ob ich das sogar drauf machen soll. Das Rot. Das ist halt klar, so klassisch, aber ey, ich glaube, ich mache das echt drauf. Ich finde das gerade voll nice. So, was können wir dann da zweifarbig machen? Was wäre denn die andere Farbe? Ach, Dach. Ah, ne, vorne. Lol, okay. Aber wisst ihr was? Wenn wir das schon können. Mal, was ist denn die Serienoptik? Das ist einfach so eine. Nö, wenn wir das schon können, ihr wisst schon, ich bin ein Freund von Carbon. Und ey, wisst ihr, was sie mal machen sollen? Wir hatten ja eben jetzt erst den Sesto Elemento. Die sollten mal geschmiedetes Carbon rein optisch da so mit reinbringen. Das fände ich mal geil. Aber ich glaube, dann hat halt Lamborghini ein bisschen was dagegen. Aber ich finde das eigentlich ganz geil, wenn ich das so mache. Vielleicht können wir das sogar noch ein bisschen tönen, ein bisschen etwas dunkler setzen. So, dass nicht ganz so hell aufgeht. Sehr gut. Ja, übernehmen wir. Und dann, das lassen wir alles, würde ich sagen. Das ist jetzt auch Wagenfarbe? Oder sieht es nur so? Moment. Kann man das einfärben? Ja, tatsächlich. Also ja, dann kommt hier natürlich auch entsprechend dieses Carbon hier hin. So. Soll ja alles flotti-karotti aussehen. So, und jetzt hier eben, das muss ich ganz kurz gucken. Wir haben vorne, da würde ich, also wie gesagt, normalerweise würde ich jetzt Alu immer verwenden. Ihr wisst ja, aber Alu sieht irgendwie, wenn die Räder sich drehen, übelst komisch im Spiel aus. Deswegen nehme ich halt eben diese Halbglanz- und Glanzeffekte, finde ich dann irgendwie fast besser. So, und hier würde ich halt echt sagen, wir machen so einen etwas dunklen Ton. So. Ja, und Farbgruppe 2. Beziehungsweise, wir machen, glaube ich, mal alles so. Und dann aber jetzt Farbgruppe 2. Ich kann überlegen, ob wir sogar einen Glanz hier machen sollen. Einfach komplett in Schwarz, fände ich, glaube ich, auch nicht verkehrt. Ich glaube, ich mache es einfach mal. Und wisst ihr was, wir machen einfach, weil ich es cool finde. Ich glaube, hier mache ich einfach so ein Gelb. Moment, ich glaube, ich mache das eher in Matt. Gelb ist halt ganz schwierig, weil Horizon 5 so einen leichten Blaufilter drauf hat. Was ich gar nicht schlecht finde, weil so ein Blaufilter ist eigentlich sehr realistisch, aber dadurch wirkt halt alles, was gelb und orange ist, echt leider sehr entsättigt. Deswegen leider nicht so einfach, immer da so einen Ton zu treffen. Ich versuche es jetzt einfach mal so. Vielleicht doch etwas so. Dass das optisch auch noch was aussieht. Wir machen eine leichte Tönung drauf. So. Und jetzt würde ich aber mal sagen, schauen wir mal. Ist das jetzt noch die Außenspiegel richtig? Die haben sich doch jetzt auch verändert, oder? Ah, ne. Sah nur so komisch aus. Okay, wir konnten es gar nicht ändern. Okay, wunderbar. Speichern wir ab. Und dann stehen wir doch schon mal richtig nice da. Dann stehen wir doch mal richtig nice da. Kann mich gar nicht mal erinnern, konnten wir das Rot auch schon in Horizon 4 machen? Warum habe ich das damals nicht gemacht? Einfach nur für diesen Moment habe ich gewartet, um es jetzt hier machen zu können. Ja, guck mal, das sieht doch schon nice aus. Ich feier's. So, Getriebe haben wir jetzt ja nicht angepasst. Gut, Sportgetriebe hätten wir halt überlegen können. Aber ich glaube, wir haben, also mit dem 9-Gang-Speedshift-Getriebe, glaube ich, haben wir mehr als genug Auslauf. Schauen wir einfach mal. Ich nutze ganz kurz mal die Telemetrie. Und dann können wir vielleicht schon mal das ganze Zeug richtig einstellen und vermessen.
interessant. Also hinten müssen wir gar nicht so viel ändern, würde ich sagen. Vielleicht, da ich ja das eh sehr gemocht habe in der Teststreckenrunde, dass er so leicht über die Hinterachse wegrutscht, könnten wir vielleicht echt überlegen, zwei Klicks runter zu gehen. Dann tut er das nämlich wirklich eher mal, aber man kann das echt geil kontrollieren. So, jetzt habe ich vorne aber gar nicht so genau geguckt, jetzt habe ich nur auf die Hinterachse geguckt. Das muss man gucken, am besten anbremsen und reinlenken. Okay, also da können wir schon ein bisschen zurückgehen. Okay, ja, dann lass mich das doch mal ganz kurz machen. Ja, ich würde sagen, hier können wir fast schon auf einen ähnlichen Wert gehen. Haben wir mal ein bisschen mehr vielleicht. Spur, boah, ja, machen wir einfach mal die klassischen Werte. Ich würde ihm auch ein bisschen Nachlauf geben. Den Rest würde ich auch erstmal lassen. Ich finde die Fahrwerkshöhe auch optimal. Tiefer würde ich ihn gar nicht machen, rein optisch auch schon nicht. Ja, Druckschufe. Ich bin immer noch ein Fan davon, Druckschufe immer etwas, also ich finde die tatsächlich serienmäßig fast immer etwas zu hart eingestellt. Auch wenn ich schon das Gefühl habe, dass in Horizon 5 härtere Fahrwerke deutlich besser funktionieren als eben nicht. Achso, beim Sport können wir nicht komplett einstellen. Das würde vieles erklären. Boah, da habe ich ganz schön viel Sperre hinten. Krasse Nummer. Ja, lassen wir mal. Mal gucken, wie sie's fährt. Ne? So, wunderbar. Und dann würde ich sagen, mal auf Richtung Autobahn. Krass ist halt vor allem, was Brabus auch im Innenraum und so macht, ne? Also das ist schon eine heftige Nummer. Aber macht Bock. Macht Bock. Der Bock. So, ich glaube, hier geht es eigentlich nicht zur Autobahn. Egal, fahren wir ein bisschen Landstraße. Landstraße ist auch geil. Also ein bisschen, bin gerade am Überlegen. Bisschen mehr dürfte er. Also klar, wir dürfen jetzt, können es auch nicht übertreiben, weil irgendwo, wir können nicht mehr Grip erzeugen, als da ist. Wir können nur anpassen. Deswegen, ich würde jetzt mal versuchen, ein bisschen die Stabis zu reduzieren und vielleicht vorne dann doch nochmal ein bisschen auch die Druckstufe zu reduzieren. Den Rest würde ich, ja, vielleicht ein bisschen hier vorne war ich ja noch, aber wir machen das mal jetzt erstmal in Nuancen. Er hat ganz schön viel. Das ist mir auch schon aufgefallen, der Standardreifendruck ist auch immer extremst abhängig vom Fahrzeuggewicht. Ja, wenn man jetzt ein 800-Kilo-Auto hier fahren würde, so à la KTM, wäre das deutlich geringer. Das ist schon ganz interessant. Also da wird schon auch mit drauf geguckt, wie viel Last draufgegeben wird, dass die Drücke das ein bisschen entgegenwirken, standardmäßig. Ob das wirklich so sinnvoll ist, das muss ich tatsächlich nochmal ganz ausführlich testen. Ich würde aber trotzdem sagen, ein bisschen runter können wir gehen. Also ganz so heftig brauchen wir es nicht. So, jetzt gucken wir mal. Oh ja, der schiebt ganz schön. Also man merkt schon, dass er nicht, dass er kein Kurvenräuber ist. Aber gut, klar, bei so einem Aufbau sind wir in erster Linie auch eine Powersemmel. Und das wollen wir ja auch. Mal kurz, wir fahren hier mit fast 200 um so eine Kurve, ne? Sollte man mal nicht unterschätzen. Wir können ja gleich mal noch ein Rennen fahren. Aber so ein bisschen einstellen, ein bisschen vermessen können wir ja. Was ich halt so geil finden würde, wenn man hinten diese Chromleiste über dem Nummernschild, wenn man die halt auch irgendwie einfärben könnte, so in Carbon oder so, das würde halt einfach nochmal so viel besser aussehen. Ich bin gerade am Überlegen. Also wir könnten tatsächlich, ich probiere das mal aus. Er will halt fast nicht rein. Das finde ich echt krass, dass der da so. Vielleicht müssen wir doch den Nachlauf wieder etwas reduzieren. Das sogar vielleicht wegnehmen. Das sogar erhöhen. Das würde ich sogar. Bisschen mehr vorne. Ja, ich würde hier tatsächlich einmal ein bisschen mehr versuchen. Weil ich habe so das Gefühl, dass er gar nicht so richtig in die Kurve rein will. So, oh ja, das ist schon viel besser. Ey, was so kleine Klicks ausmachen. Wahnsinn. Also ich finde, vielleicht ist sogar Horizon 5 das ideale oder der ideale Horizon-Titel oder für mich das Forza-Titel, um einfach mal Feintuning zu lernen. Weil ich finde, bei dem Teil
merkt man die kleinsten Änderungen viel extremer. Fragt mich nicht, warum das so ist, aber ich habe irgendwie so das Gefühl. Vielleicht könnt ihr auch mal Feedback geben an die, die auch gerne tunen, gerne Feineinstellungen machen. Also ich finde, hier kriegt man mehr oder weniger schon direktes Feedback oftmals weg. Ja, jetzt sind wir ein bisschen, habt ihr das gesehen? Jetzt rutschen wir doch schon ein bisschen mehr, weil ich jetzt etwas über den Strängen geschlagen habe. Aber ich nehme das jetzt tatsächlich in Kauf, weil ich denke, ey, lieber arbeitet das Fahrzeug mir jetzt ein bisschen und ich kann damit ein bisschen was machen. Habe ich irgendwie gerade mehr Bock drauf. Ich meine, wir sind ja auch wieder an dem Punkt, wo ich klar sagen muss, die Standardfelgengröße würde halt das Fahrzeug auch wieder sowas von viel besser fahren lassen. Aber ja, wir wollen ja auch ein bisschen was für die Optik. In erster Linie wollen wir ja auch wissen, wie der jetzt gleich um die Autobahn scheppert. Ich bin immer noch auf dem Weg dahin. Ich versuch's halt ohne Navi und ihr merkt, ich bin komplett verloren. Ja? Wird lustig, wenn der Multiplayer endlich geht und wir die erste Ausgabe Lost in Horizon machen können. Ja, und übrigens, Lost in Horizon, da ist ja am Wochenende, am Samstag, die erste Folge unserer Multiplayer Special Series erschienen. Vielen, vielen lieben Dank für die positive Resonanz. Ich mach grad den Geisterfahrer, egal. Und ich weiß, dass ich gerade auf das kurze Stück fahre, aber ich möchte halt komplett ausholen, deswegen. Ja, also vielen, vielen Dank für die positive Resonanz. Wer es nicht gesehen hat, gerne auschecken. Wir haben direkt schon zwei Folgen rausgehauen. Einmal Lost in Horizon 2 und dann nochmal eine Cops vs. Racer-Folge in Horizon 4. Also sehr, sehr gerne reinschauen, gerne supporten und gerne auch weitererzählen, ja? Gerne auch Werbung für die Geschichte machen, dass wir immerhin etwas mit Multiplayer machen, auch wenn es nicht in Horizon 5 aktuell ist. Aber wir machen das Beste aus der Lage, finde ich. Das kann man ja auch mal honorieren, oder nicht? Also ich fand, es sind zwei richtig lustige Folgen geworden. Auch wenn in der CVR-Ausgabe aus meiner Sicht nicht so erfolgreich. Also was man vielleicht noch probieren könnte, wäre tatsächlich vielleicht doch beim Diff das etwas hier zu reduzieren. Weil er halt schon viel Sperre hat. Dass er... Weil er untersteuert ganz schön. Lecco mio. Okay. Ich meine, dass ich so viel im Feintuning bin, aber ich will es halt ein bisschen optimaler machen. Wir können vielleicht hinten sogar nochmals mehr. Ich würde das aber vorne genauso tun. Also, vorne hat er einfach viel zu... Wobei, eigentlich bräuchte der Nachlauf. Ich kann mir das nicht erklären, dass er das, dass das das Problem sein sollte. Also die... Aber klar, wir haben immer noch halt ein fast 2 Tonnen schweres Fahrzeug. Das sollte man nicht unterschätzen. Aber ich glaube halt, der richtige... jetzt hier wirklich... die Stabis drastisch weicher zu machen, wird dazu führen, dass das Fahrzeug in schnellen Kurven sogar eher dann die Kontrolle verliert. Aber ich glaube, ich lasse es jetzt einfach mal so. Ich meine, wir können jetzt daraus auch keinen Sportwagen machen. So, jetzt ballern wir aber erstmal hier die Autobahn. Und dann will ich auf jeden Fall noch ein Rennen fahren, ey. Ich meine, ich habe jetzt nur rumgedrödelt. Aber gut, es muss auch mal solche Folgen geben. Haben wir schon geknackt. Jetzt müssen wir noch die 335 knacken, die er serienmäßig schafft im Spiel. Haben wir. So, 350. Boah, da 350 zu fahren, ey. Also in Real Life ist... Das ist schon schnell. Gerade in so einer Limo. Aber so 358, 360. Also wenn es jetzt gleich bergab geht, denke ich mal... Knapp über 3,60 schaffen wir. So 3,63 wäre. Genau, 3,63 finde ich ein sympathischer Wert. Okay, 64 ist auch noch okay. Okay, er marschiert schon ein bisschen. Läuft. Sein, so ist es. 73, 74, 75, 76, 77. Oh, ganz kurz, glaube ich, sogar 378, wenn ich es richtig gesehen habe. Nice. Läuft. Bremsen packen auch zu.
Aber das sieht schon geil aus. Ich feiere den. Wie gesagt, Felgen kann man drüber diskutieren. Aber sei es drum. So, ich will auf jeden Fall noch ein Rennen fahren. Das muss noch drin sein. Aber am besten jetzt normales. Ja, ich weiß, ich habe diesen einen Rundkurs noch nicht. Aber ich will bei dem eher einen Sprint fahren. Dann können wir überlegen, welchen Sprint wir fahren. Vielleicht da oben. Den da. Ein bisschen über die Canyons hätte ich jetzt Bock zu. Machen wir einfach. Ja, das Fahrzeug schicke ich jetzt, glaube ich, aber nicht über die Teststrecke, wenn ich ehrlich bin. Weil ich, mal, lass mich eins nochmal probieren. Ein bisschen, dass er einmal ein bisschen mehr so drüber abrollt vielleicht. Machen wir es trotzdem nochmal. Ne, schicke ich nicht drüber. Wie gesagt, das mache ich immer so ein bisschen, ja, aus dem Bauchgefühl heraus. Und ich glaube einfach, der Aufbau ist so ein Aufbau, wo man einfach in der Open World fährt und nicht unbedingt jetzt für Rennen fährt und jetzt nicht unbedingt über eine Teststrecke schickt oder so. Deswegen würde ich jetzt darauf eher mal verzichten. Oh, der Grünton sieht geil aus auf dem Taycan. Ja. Auch wenn natürlich jetzt der eine oder andere schon gerne wissen würde, okay, was würde da jetzt möglich sein. Aber ich glaube, das ist der Aufbau einfach nicht gemacht. Oder vielleicht mache ich es doch noch. Mal gucken, ich überlege es mir. Wir fahren erst jetzt mal im Rennen. Vielleicht, wenn das Rennen jetzt ganz geil läuft, dann denke ich so, okay, habe alles richtig gemacht. Lass mal hier einigermaßen durchkommen. Hier gibt es ja diese eine gefährliche Kurve. Und ich krieg sie trotzdem nicht, obwohl ich es musste. Gerade so. Ach und Krach. Vorderachse schiebt, das ist unmenschlich. Aber es ist hinten dran. Also er lenkt sich geil rein in die Kurven. Aber man muss echt ein bisschen im Kopf beachten, hey, wir fahren hier immer noch eine fast 2-Tonnen-Limo. Also hier wäre so jetzt der Fall, wo ich sagen würde, hier fehlt einfach so ein bisschen auch der Anpressdruck. Also hohen Geschwindigkeiten. Das würde dem viel helfen. Weil alles jetzt noch extremer auszulegen, I don't know. Gut, man könnte jetzt dann natürlich noch Diff, doch einen Renndiff verbauen, dann mehr einstellen. Über das Diff nochmal ein bisschen mehr regeln. Ich glaube, das könnte viel helfen. Aber gut. Infinity müsste eigentlich ja immer noch so ein krasses Bodykit haben, glaube ich, oder? Mal auch vielleicht einen Blick wert demnächst. Falls ihr Bock habt, wollte ich jetzt gerade fragen, aber ich glaube, wer hat nicht Bock auf eine weitere Let's Play-Folge mit einem weiteren fantastischen Fahrzeug? So viele Autos und noch so viel zu tun, aber das ist ja auch schön. Wir haben ja auch noch, glaube ich, ganz viel Zeit vor uns hier in Horizon. Und da freue ich mich. Jeden Tag was Neues zu entdecken. Ja, ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Und ja, verpasst nicht deine Chance, den E63 mitzunehmen, deinen eigenen Brabus quasi aufzubauen. Sehr schön. Ja, also ich würde mal, glaube ich, tatsächlich ausnahmsweise davon absehen, eine Teststreckenrunde nochmal zu setzen. Weil ich glaube einfach, der Aufbau ist dafür nicht gemacht. Aber vielleicht sehen wir ja den E63 nochmal in der Zukunft. Vielleicht auch über das Autowunschformat, wo ich auch immer wieder Werbung dafür mache. Checkt auf jeden Fall das TWIF-Formular. Das ist ja das Autowunschformat hier im Let's Play aus, was ihr in der Videobeschreibung findet oder was du da findest. Und vielleicht kann man da ja nochmal dann so ein bisschen performanter was aufbauen. Weil ich glaube, das Fahrzeug, das sollte in die freie Wildbahn und nicht auf so eine enge Teststrecke. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt fürs Einschalten. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Däumchen nach oben da. Und dann sehen und hören wir uns auch hoffentlich wieder bei einem weiteren Video oder bei einem Livestream. Wie gesagt, vielleicht heute Abend machen wir mal den Rest der aktuellen Spielliste. Vielleicht ein bisschen Eliminator, wenn er mal funktioniert bei mir. Aber so oder so. Ich bin jetzt raus. Vielen lieben Dank und bis dann. Ciao!